Und wieder zurück zu Metropolis. Hier ist endlich wieder ein Geist. Ich denke, ich werde in jedem Video jetzt jemand anderen wählen. Der Geist geht mir langsam auf den Sack. Wer ist denn gut? Ich nehme den Alten hier. Den alten Chinesen. Ja, kaum komme ich aus einer chinesischen Welt, schon werde ich selbst zum Chinesen. Oh, das ist Magic. Also, halt auf, was kriegt denn das Kind über meinen Rasen? Nein, das ist mein Baum, geh hier weg. Der Alte ist lustig. Von außen sieht Bahamuts Haus aus wie eine alte verfallene Hütte, doch von innen sieht sie noch viel schlimmer aus. Es fängt nur an zu regnen. Ah, das geht wieder auf meine Knochen. Meine alten, müden Knochen. Ich muss diesen Baum zerschmettern, so wie Mukuroshi. Verdammt, es geht nicht. So, links, rechts können wir nicht rein, oder? Scheint niemand da zu sein. Under construction. Ach, das ist doch eine Qualle. Und wahrscheinlich auch nicht. Genau dasselbe. Gut. Auf zur Karte. Wir sind dort. Wir haben den linken Teil, glaube ich, abgehakt. Den da drunter auf jeden Fall. Und dort gibt es gar nichts. Noch eins weiter drunten. Moment, kann ich den Cursor einblenden, indem ich so hier mache? Ich glaube ja. Ja, das geht. Geil. Wenn ich hier auf Pause mache, dann kann ich den Cursor einblenden. Ah, das ist ja super. Muss ich mir merken. Also wir sind ja gerade hier. Den Teil haben wir schon abgehakt. Hier ist, wie gesagt, kein Haus. Den haben wir auch schon ebenfalls. Aber hier unten war irgendwas. Aber ich glaube, dort waren wir auch schon. Ja, das war. Und hier geht's zum Hafen. Da müssen wir nachher nochmal hin. Beziehungsweise, bevor ich es vergesse, mache ich es lieber jetzt. Ja, mache ich. Wusch. Kann man den. Oder der Cursor. Nein, der Cursor ist dann unsichtbar. Gut. Das ist ja auch Magic. Ja, jetzt weiter. Nee, ich gehe erstmal oben lang. Oh, meine Knochen. Jo, der Alte ist ganz lustig. Aber auch nicht für lange Zeit. Nein, wir müssen tatsächlich nach unten. Denn dort links geht es zu Bahamut und Mugel. Einen anderen Weg gibt es nicht. Ja. Ja, ja, los, komm. Danke. Schönen Dank. Dann wieder nach links. Wir gehen zum Hafen und spielen als alter Mann dieses Saufspiel. Es ist irgendeine. Ich glaube, es ist ein Saufspiel. Oder doch nicht? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber wir müssen einen sehr langen Weg gehen mit sehr langen, unnötigen Teleports und sehr dichtem, unnötigem Nebel. Und Regengeräusche am Hafen. So, jetzt hoch. Wo war denn das? Irgendwo ganz weit oben. Dieser ganze Teil ist absolut sinnlos. Ach, muss man sich doch nicht antun. Nein, nein, komm, geh weg, geh weg, geh weg. Ich weiß übrigens auch schon, was ich nach dem dritten Hauptprojekt spiele. Aber das werde ich euch auch nicht sagen. Weil ich bin ein böser Schelm. War das hier? Willkommen im Big Bumper Bumps Bar und was wünschen Sie? Hirschaskani. Ah, Sie interessieren sich also für meinen Auftrag. Erstmal schauen, wie ob Ihre Fähigkeiten reichen. Sie haben 20 Biere im Sauf bis du umkippst weggetrunken. Das sollte genug sein. Ho, wir haben auf Anhieb den richtigen gefunden. Ich wusste es nicht, wirklich nicht. Also, hast du nicht immer gefragt, wie solche Wettbewerbe ohne Verluste möglich sind? Ich wusste es einige Zeit lang auch nicht, aber mein Spitzname ist hier herausgefunden. Und zwar gibt es irgendwo im Hafen eine illegale Brauerei, die von Amerikanern betrieben wird. Was? Die Brauerei versorgt die Bar mit genug Bier. Ich kann da nicht mithalten. Trinke bitte alle Bierverrückte weg und jag die Brauerei in die Luft und wirst eine entsprechende Belohnung kriegen. Klingt nach einem Plan. Würde ich auch in der Realität machen. Alles wegtrinken und dann alles in die Luft jagen. Alkohol und Explosion. Was gibt Schöneres? Die Brauerei liegt direkt südlich von der Schiffskneipe. Das Haus ist abgeschlossen und muss also mit Gewalt einbrechen. Viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, dann gehen wir mal. Schöner Auftrag. Gefällt mir. Also, das war hier irgendwo. Nee, das war dieses Spiel. Wo war denn die Kneipe? Ich renne wahrscheinlich wieder mal vorbei. Das kann ich besonders gut. Vorbeilaufen. Das. Ich glaube, die Kneipe war ausgeschildert. Oder nicht? Nee. Hier sind wir verkehrt. Verflucht nochmal. Ich hasse Suchen, zumindest gerade jetzt. Ja, also wie gesagt, ich weiß schon, was ich danach spiele, aber ich werde es euch nicht sagen.
selbst wenn ich einen Tipp geben würde, dann könnte man sagen, oh Gott, ich weiß, was er spielen will und so weiter und so fort. Und dann werdet ihr euch die Überraschung verderben und das muss ja nicht sein. War das... die Schiffskneipe, was ist doch das hier, ne? Genau, das Schiff, ja. Südlich davon, das Reh lebt wieder. Bambi lebt wieder. Südlich, ja, hier. Ups, hier lang, gut. Ja, 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 das Fass versperrt den Weg ins Haus. Nicht mehr lange. Ja, Bep. Illegale Amerikanerbronnen, was... So schnell konnte ich nicht lesen. Mission 1, der Einbruch. Loading. Okay, was... Das sieht ja mal interessant aus. Ziel geortet. Alkohol im Visier. Bier, Wodka, Heckenpenner, Metroheld. Blieb, 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 blieb. Trinke alle Biervorräte. Das ist deine Mission. Oh yeah. Und töte den Heckenpenner. Indem du alle Biervorräte trinkst und dann bist du mutig genug. Jemand will unsere Biervorräte wegtrinken. Alarm, Alarm, Alarm. Oh mein Gott. Nein, das kann ich nicht. Nein. Ah, sie haben mich. Ja, continue. Okay, das passt überhaupt nicht ins, zum Hafen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein Spiel für sich selbst. Das ist Pac-Man gemischt mit Street Fighter und allen möglichen Scheiß. Und, bei der Macht von Bierskal. Ich habe die Macht. Ja. Oh, jetzt sind wir wieder normal. Kein Problem, denn jetzt haben wir wieder die Macht von Bioskal. Ach, wieso läuft der? Der läuft irgendwie nicht so, wie er laufen sollte. Komisch. Oh nein, wir haben die Macht wieder verloren. Nein. Warum? Und wieder, juhu. Diese Alkoholpropaganda finde ich überhaupt nicht gut. Zack. Was kommt noch? Sinnloser Sex. Brüste. Naked Eyes. Na verdammt, ich habe keine Lust mehr. Nö. Escape. Ja, ist wie Street Fighter deswegen. Nö, keine Lust mehr. Ich habe nicht vor, einen Rekord aufzustellen. Die haben mich aus Amerika rausgeschmissen. Ich meine, Afrika. Die Amerikaner. So. Wir sind hier fertig. Aber interessantes Spiel. Ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Okay, wieder hier durch. Was könnte ich denn erzählen? Ich weiß nicht, was ich erzählen könnte. Ich bin kein guter Erzähler. Ich kann nicht permanent erzählen. Mir fällt einfach nie was ein. Ich bin nicht sonderlich konstruktiv, nicht sonderlich fantasiereich, nicht sonderlich kreativ. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Das Einzige, was ich machen kann, ist, mich permanent selbst zu korrigieren, wenn ich etwas falsch sage oder ein Wort verwende, welches ich überhaupt nicht verwenden möchte, da mir ein sehr viel besseres Wort eingefallen ist. Wir sind wieder ein alter Mann und ich kann trotzdem, egal was passiert, permanent labern, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt. Könnt ihr damit leben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir rennen jetzt ebenfalls um einen Briefkasten und den müssten wir eigentlich ansprechen. Wir müssten eigentlich jeden Briefkasten ansprechen, damit wir uns teleportieren können. Ich glaube jedenfalls, dass es ein Teleportsystem war. Auf zu dem hier. Waren wir hier schon? Bitte sagt, wir waren hier schon. Bitte sagt es mir, wir waren hier schon. Ja, doch, hier waren wir schon. Gut. Auch nicht, du hast Vampire's Dawn. Verschwinde! Das kommt mir nicht bekannt vor? Was? Momentchen mal, wenn du durch willst, musst du erst unsere Fragen beantworten. Du hast hier einen 50-50 und einen Telefonjoker. Frage 1, aus welchem Land kommst du? Deutschland. Das hört man doch an meinem Let's Play. Okay, zweite Frage. Deine Meinung zu RTL 2? Gibt's keine Neutralität, aber... 55% Scheiße ist noch immer Scheiße, zum Großteil. Richtig, die dritte Frage. Anime sind...
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Anime sind mir egal, auch wenn ich sie gucke. Es geht in Ordnung, du darfst rein. Enigma Games. Okay, hier waren wir noch nicht. Das macht mir Sorge. Link. Hallo Link, zu Ehren von Shigeru Miyamoto. Ach, das ist lieb. Das ist lieb. Ja, wir werden nachher mal hier reingehen. Ich speichere erstmal. Klicke die Klick. Und es ist prompt Nacht. Wir rauben den Mugel aus. Oder auch nicht. Lass den müden Mock in Ruhe, sagt Nine Snail. Nee, ich will ihn auch rauben. Ja, okay, ich schneide mal wieder an dieser Stelle. 10 Minuten sind mal wieder um. Und ich weiß nicht wieso. Ist halt so. Bis gleich.